sieht ganz furchtbar überleuchtet aus. Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe einen kleinen High-End-Haul für euch, beziehungsweise Beauty Bay und Pieper. Ich habe es das letzte Mal vergessen zu filmen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Das ist wirklich ausnahmsweise mal nicht so viel. Aber ich dachte, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Zuerst, ich habe mir die Julina X Lethal Cosmetics Kollektion gekauft, beziehungsweise die Palette. Und, na, wollt ihr auskommen? Die beiden Lippenstifte. Man hat mir noch das Gloss bestellt, netterweise. Das ist aber leider noch nicht angekommen. Und ich komme auch gerade von dieser Review. Also der Look ist mit den Produkten von Lethal X Julina geschminkt. Falls euch da eine genauere Meinung interessiert, würde ich euch da einfach an dieses Video verweisen. Die Sachen habe ich bei der Parfumerie Pieper bestellt. Ich hatte tatsächlich noch gar keine Erfahrung mit Pieper, denn bei uns gibt es keine. Komm nicht gerade aus dem Teil von Deutschland, wo es Pieper gibt. Deswegen war das jetzt bei der Bestellung das erste Mal. Und die haben mir netterweise auch noch zwei Püppchen mitgeschickt. Und zwar einmal ein Moisturizing Gel Cream von Shiseido. Ich glaube, die hatte schon mal als Probe bei Douglas oder so dabei. Und La Vie Estelle Belle. Voilà, komm, so ein Duftpröbchen nehme ich mal ab. Ganz komisch. Außerdem habe ich bei Beauty Bay bestellt. Ihr kennt mich, ich bestelle gerne bei Beauty Bay Sachen. Und der Anlass dafür war dieses hübsche Ding hier. Jeffree Star ist mit seiner Bloodlust Collection rausgekommen. Und ich wollte unbedingt Lidpalette haben, weil ich stehe auf Lila. Wie ich wahrscheinlich schon oft genug betont habe und ihr an meinen Haaren regelmäßig seht. Auch hierzu gibt es eine ganze Review und ein bisschen ausgefalleneren Look. Auch das Video verlinke ich euch hoch oben im i, falls ihr euch das genauer ansehen wollt. Da war die Bestellung jetzt relativ problemlos. Bei Liesel gab es ein paar technische Probleme. Ich weiß nicht, ob Jeffree Star nicht mehr so gehypt ist, dass man sich da Sorgen machen muss, dass man nicht mehr bekommt, dass die Webseite zusammenbricht. Also bei Beauty Bay war das relativ entspannt. Ich habe es tatsächlich verpennt. Ich hatte extra geguckt, wann es bei uns launcht, weil er eine Zeit bei sich angegeben hatte und habe es dann wortwörtlich verschlafen. Ich hatte mir gerade Schläfchen gemacht. Und dann ist mir abends eingefallen. Aber ich habe die Sachen noch bekommen und habe mir in dem Zusammenhang auch noch Drug Lord gekauft. Das ist ein weißer Liquid Lipstick. Ich habe mir den in erster Linie nicht als Liquid Lipstick gekauft, sondern als weißen Eyeliner. Seine Lipsticks sind alle eye-approved und ich habe schon oft gehört, dass der als Eyeliner verwendet wird und ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten weißen Eyeliner und wollte das mal ausprobieren. Es hat jetzt in meinem ersten Versuch noch nicht so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber vielleicht ist hier noch Luft nach oben. Zum Thema Eyeliner. Ich habe mir von Suva zwei Eyeliner gekauft. Die kommen in so Pöttchen. Das sind quasi, die sind so trocken und die trägt man dann mit einem Pinsel auf. Wenn ich ihn meinte, ich krieg's auf. So sieht das Ganze dann aus zum Schluss. Das hier ist Space Panda. Das ist ein matter, weißer Eyeliner. Also auch weiß. Hier, ihr merkt, ich benutze gleich zwei Versuche oder ich habe gleich zwei Versuche, um einen weißen Eyeliner zu finden, der was taugt. Und das ist natürlich auch ganz schön viel. Die andere Farbe ist... Ja, der lässt sich besser aufmachen. Ist Gold Digger. Mein goldener Eyeliner von NYX ist ja leer geworden und das fand ich sehr, sehr traurig. Ich habe mir hier noch einen von der Deko vorher bestellt gehabt, den ich ausprobieren möchte. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht getestet. Aber ich wollte auch den ausprobieren. Ich habe von den Suva-Liner viel Gutes gehört. Hauptsächlich von diesen Neonfarben, dann hört man viel. Aber ich wollte die beiden von den Tönen einfach ausprobieren. Vielleicht kommen da noch mehr dazu, wenn sie gut sind. Man weiß es nicht. Und das letzte Produkt. Das ist nicht geil. Der ist, meine ich, von Make-Up Revolution. Das ist ein flüssiger Highlighter und er sieht so geil aus. Und jetzt denkt sich jeder normale Mensch, warum? Also erstens, ich stehe auf Liquid Highlighter einfach für meine ganzen Special Effects Looks.
Ich weiß nicht warum, aber ich arbeite super gerne mit so flüssigen Highlightern als Blutersatz oder für so gewisse Effekte einfach. Und ich fand die Farbe so schön. Ich bin mal richtig gespannt, wie der wirkt. Und auch wenn man den theoretisch wirklich benutzen wollen würde, wie der wirkt. Wir könnten ja eigentlich mal aufmachen. Und abgesehen davon, dass er ein Totenkopf ist und damit auch noch dekorativ natürlich ziemlich geil aussieht. Das ist jetzt quasi so aufgetragen. Allein wenn man das so runterlaufen lässt, stelle ich mir so cool vor. Okay, als Highlighter wäre der jetzt wahrscheinlich für mich ein bisschen fragwürdig. Als Blush könnte man den tatsächlich wirklich verwenden. Da sind so wie so goldene Glitzerpartikelchen drin. Sehr, sehr geil. Also das war was, das ist auch schon seit Jahrhunderten gefühlt in meiner Wunschliste bei Beauty Bay. Ich habe den bei uns leider nirgends gekriegt und der war andauernd ausverkauft. Und dann habe ich mir die Bloodlust Collection bestellt und habe gesehen, dass er verfügbar ist und musste ihn haben. Ja, das waren meine Einkäufe des, ich würde mal sagen, des letzten Zeitraums. Und ich bin super happy, dass ich alles bekommen hatte, was ich mir, ja, was ich gewünscht hatte, was ich haben wollte, dass da alles verhältnismäßig reibungslos geklappt hat. Bei den Sachen von Julina gab es ein, zwei technische Probleme bei Lethal Direct. Deswegen bin ich froh, dass ich das über Piper alles bekommen habe. Und sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und checkt gerne die anderen Videos aus, von denen ich gesprochen habe. Lasst gerne etwas Liebe da. Macht's gut!